Hallo und herzlich willkommen zur Singlecards 2019 hier am Straubinger Geiber und Volkfest. Ich fühle mich gerade, wie wenn ich ein Model neben mir hätte. Bist du Model? Also ich habe schon öfters nebenbei gearbeitet, aber das Problem ist, die Leute sagen selbst zu mir, ich bin Model, wegen meinem Aussehen. Die Leute sollen selber entscheiden. Finde ich voll toll. Mensch, also Mädels, ihr kriegt schon mal ein Model. Das habe ich schon mal ausgehandelt und festgestellt. Wie heißt du und wo kommst du her? Der Nachname ist Schwierig. Und Vorname ist Wladimir, kommt von Putin. Ich bin am 8.7. geboren, 93, also 26. Und ich wohne in Landshut, komme ursprünglich auch aus Odessa, Ukraine. Schwarze Meer, Schwarzes Meer. Cool. Was machst du beruflich? Wow, also beruflich hauptsächlich mache ich, ich arbeite beim Arbeitsamt, Agentur für Arbeit, habe da auch Ausbildung gemacht und schaue nebenbei, ob ich irgendwas mit mich selbstständig machen kann. Was machst du in deiner Freizeit gerne? Außer Model. Außer Model? also man sieht es nicht so, dass das halt das Problem an der bayerischen Tracht, obwohl ich... Möchtest du was zeigen? Zahlen? Wenn du willst, kannst du es zeigen. Zahlen. Zeigen. Zeigen. Wow, okay, wir können ein bisschen was zeigen, okay. Aber die, die es anschauen, müssen ein bisschen was drauf zahlen. Okay, ich sag's dazu, es wird gerade ein Euro einblenden pro Blick. Machen wir so, warte. Oh, Mädels, jetzt wird's scharf. Ich glaube, man sagt, dass ein Model ist, liebe Mädels. Ist ein Wahnsinn. Die kriegen einen Jackpot mit dir. Also das Ding ist einfach, das Publikum will immer, dass ich der Player bin, der harte Typ, aber in Wirklichkeit bin ich eigentlich ein Beziehungsmensch. Also du bist ein treuer, ehrlicher Mensch. Wenn ich die richtige finde, ja. Und was wünschst du dir für deine Traumfrau? Oder was wünschst du dir für eine Traumfrau? Also meine Traumfrau muss so wie ich Fitness begeistert sein. Das heißt, sie muss damit umgehen, dass sie sagt, hey, ich will 5 bis 6 Mal die Woche ins Training gehen. Wenn es für die nicht so okay ist, dann können wir auch 5 Mal machen. Nee, Spaß, aber das wäre cool, wenn sie auch selber sich damit auskennt. Es gibt ja Sport zu Hause. Ja, aber ich sag, Sport zu Hause ist nicht so geil. Ich glaube, den Wink hast du nicht verstanden, aber ist wurscht. Ich komme aus Russland. So, wie soll deine Traumfrau ausschauen? Stehst du eher... Ah, Sport zu Hause, okay, aber... Gut. Wie soll deine Traumfrau ausschauen? Ja, das Aussehen... Sag jetzt nicht, dir ist wurscht, weil du bist der Top-Trainer. Nein, ist mir auch nicht wurscht. Also ich will auch nicht 1996, aber ich sag jetzt, die soll auch auf sich achten, auch fit sein. Jetzt wirklich, ob es 80 Kilo ist oder nicht, scheißegal, muss auf sich achten. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass sie was im Kopf hat. Ich meine, okay gut, vom Aussehen und so bin ich vielleicht Model, was weiß ich. Aber mir ist sehr wichtig, dass sie einfach wirklich was im Kopf hat. Ich beschäftige mich viel mit Leuten, die wirklich schon was erreicht haben. Elon Musk, Steve Jobs und so weiter. Schwarzenegger ist natürlich auch mein Favorit. Deswegen soll sie was im Kopf haben. Nicht einfach nur so, ich will jetzt so ein Saufen, von Woche zu Woche, von Woche zu Woche arbeiten und leben, sondern auch wirklich Ziele haben. Singen, was auch immer. Also es ist schon Wahnsinn, was du eigentlich für Werte mitbringst. Du bist Model, du hast einen festen Job, du weißt, was du im Leben willst, du hast deinen Körper und deinen Geist im Griff, du trainierst dich und du weißt, wo du im Leben hinkommst. Liebe Damen, ich würde sagen, das ist ein Zweifel unter einem Zehner, also ein Jackpot unter Wissen. Schreiben, melden, anschreiben, melden. Ich kann es gar nicht beschreiben, weil morgen ist der weg. Der ist morgen unter der Haube. Also, tatsächlich um, Mädels. Alles Gute. Danke dir. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank an alle. Super.